Ich bin auch Viertelrussin und die Sache, habe die PlayStation gebraucht gekauft, das heißt, der Account war drauf und ich kann kein neuen Account drauf machen. Könnte ich schon, aber ich habe einfach nur keinen Bock drauf. Achso, du bist kein Russe, oder? Ja, ich hätte aber nichts davon zu spielen haben. Ah, okay. Was? Du musst bei Lukas, also bei Hof, da musst du bei mir vorher einchecken. Hier ist Passwort. Alles klar, bin ja mal nicht sicher. Probier's mal, wenn nicht, dann ist es eins. Bei wem bin ich hier? Beim Hof? Ja. Passwort. Du musst einfach nur klein LOL und Adi, musst bei Melvin dieser Hof da einstellen, also. Ja, nee, hab ich doch klein geschrieben. Okay. Ja. Ja, gut. Haben wir, ja, gut, dann haben wir auch Estrich, haben wir alles. Ist es auch unser oder was? Wie viele Fans haben wir denn? Hat der Lohnunternehmen das weggenommen? Wegen Fahrzeugen mein Fall. Ach, ja. Hilfe brauchen wir jetzt nicht. Ich muss nur noch fertig dreschen und dann sehen. Dreschen können wir machen. Was hast du gesagt? Nee. Sollen die Abfahrer sein vom Dreschen? Mir egal. Soll ich da noch einen Hänger schnappen zum Abfahren? Weizen. Ja. Eins, zwei, drei. Isam. Ich
Welche Aufgabe kann ich machen? Was hältst du von der Idee? Was hältst du von der Hallo, was hältst du von der Idee, wenn sie anfangen zu düngen, dass sie mehr Ertrag haben? Okay. Ja. Ich mach ja, noch eine Linie kleiner und dann bist du. Ich stürm jetzt jeden außer dich. Nee, wir haben nur zwei. Nein. Melvin, wo soll ich denn das Stroh hinbringen? Ja. Gib das auf einen Platz hin, wo es nicht so auffällig ist. Keine Ahnung, ich verkaufe den Ladewagen direkt wieder, weil den brauchen wir nicht. Luxemburg. Ich komme aus Luxemburg. Er kommt aus Luxemburg, ja. Aber warte, Melvin, wir können ja das Stroh verkaufen. Da guck mal, wo man das kann verkaufen, weil ich weiß das jetzt nicht. Weil Geld können wir immer brauchen. Ja, das war. Aber ich verkaufe den Ladewagen nachher wieder, weil. Oder ich verkaufe ihn an Lukas, sag ich doch. Ja, ich komme. Lukas. Ups, Entschuldigung. So, ich guck mal, wo man das verkaufen kann. Ich weiß schon. Ne, Weizen, wo man das Bahnsteinmühle. Getreidemühle. Am besten verkauft es, Nee, Bahnstation Mühlen. Ja. Weil das gibt die meisten Geld. Aber ich lasse auch noch ein bisschen hier für die Hühner. Zum Schluss. Ja. Mach die Strohlage bitte aus. Wir können hier auch nicht. Danke. Ich? 14.
soll ich dann den Ladewagen nach dem Verkaufen direkt verkaufen? Ja, dann das wäre super. Was wäre das? Das wäre super, wenn du den verkaufst. Liegt neben Deutschland. Und Schweiz. Ja. Eine von den kleinsten Ländern und eine von den reichsten Ländern. Ja, auch gut. Ja. Klein, aber teuer. Also ist es eher teuer? Es ist teuer und wir haben in Luxemburg viel Geld. Die meisten. Und Luxemburg ist einen von den reichsten Ländern, also. Ja, du musst das dahin kippen. Ich jetzt dahin. Kann ich hochfahren? Verkauf den Ladewagen direkt. Naja, ich fahre zum Händler, weil wenn man beim Händler direkt verkauft, ja, bekommt man noch mehr Geld. Ja. Ja. Fünftausend, gut. Nee, für das den Weizen. Ja. Ich bin unterwegs für zurück. Dann fängt. Nee, ich bleibe hier drauf. Ja. Mach ich. Ja, Lukas. Ist eigentlich fertig im Ansehen. Im Ansehen, nee. Ja, wir, wie viel ist noch da auf dem Feld, wie heißt er auf den Rescher? Ich sag dir Bescheid, wenn's fertig ist. Kannst du hier bitte aufsteigen? Steig aus. Was ist, Lukas? Flügen müssen wir nicht, ist. Guckst du mein Livestream, da gucke mal Livestream, dann siehst du, wenn wir. Ich stumme dich wieder. Ja, ich bin unterwegs. Melvin, soll ich hier wieder mit Weizen sein? Ja, das, ja. Das wäre super.
Hey, warum? Nein. Das ist jetzt unnötig. Ja, ich schau nur noch schnell ab und dann kannst du. Ja, warte mal. Ja, ist gut. Ja. Lass das für die Hühner. Kipp das bei die Hühner hin, weil das brauchen wir dafür. Aber sauber hinkippen bitte. Jo. Nein. Nee, lass. Wir brauchen jetzt das Geld. Nee, wir brauchen das. Das ist kein Dinger, das ist der. Wie nennt man das? Kalk. Das ist kalt, das geht schnell weg. Weil das für den Feld auch braucht. Bitte nicht zu viel verschwenden, weil kalt kostet viel. Was machst du da? Sagt mein Melvin, er soll uns freischalten, wir müssen mit ihm reden. Ein 1,2
Ja. Melvin, wir hatten die Idee, lass einfach jedem Hof die gleiche Summe geben, das ist 1,2 und mit dem kann jeder anfangen, wie viel er will, für Felder oder für Maschinen halt. Mann, der andere muss den Mund halten, ich will jetzt hören, was hast du gesagt? Was hältst du von der Idee, wenn jeder von uns 1,2 Millionen kriegt und der anfangen darf mit was er will mit dem Geld? Ja, das finde ich gut. Mir ist es ja egal, wie viel das kriegt, also 1,2 ist halt, weil es ist halt praktisch für uns, weil wegen den Maschinen und so. Lukas, was ich fragen wollte, kriege ich dann auch noch einen Johnny, wenn wir die Kohle haben? Jo. Luxemburg. Gut. Ja. Aber kauf keinen Unsinn, ne? Weil sonst... Ja, machen wir nicht. Kannst du mal den Kaufwäsche frei machen? Musst du Lukas fragen. Lukas muss das machen, ich nicht. Ja. Lukas? Er fragt, ob du ihm die Kaufwäsche frei machen soll, kannst. Wie heißt der Flur? Oder wie heißt du? Ja, Flur. Ja, ist doch nicht unser Problem, wenn er falsch kauft, das ist Konkurrent. Ich kaufe mir noch ein Feld dazu, ne? Wenn das okay ist. Den Feld 31. Nein, kein Feld kaufen, da haben wir keine Kohle mehr. Kostet 200, sind noch was 1000. Und wir haben den Shop direkt dabei. Ja, mach das. Warte mal, lass Jahre nach dem Mann. Darf mir da noch einen Johnny holen? Was für einen Trecker willst du? Hallo? Ja. Warte mal, ich hole mir einen R7. Ich hole mir keinen Torsen. Nee, der Mildretscher geht erstmal. Was willst du denn kaufen? Ja, was willst du denn kaufen? Hallo? Was willst du denn kaufen? Ja, ich will einen Johnny Ja, welchen willst du denn kaufen? Sag's einfach. Den R8? Nein. R8? Mach das nicht, mach das nicht. Mach das nicht. Dann wird den Fan aber verkauft. Den Fan wird verkauft. Ja, können wir auch machen. Oder nee, Melvin. Ja. Und du hast dann das Geld für den Johnny nicht überwiesen.
Und das ist auch den letzten Träger, den wir, einen von den letzten Träger, den wir jetzt kaufen. Ja, Hänger wäre auch gut. Ich will ja nur einen 7R, deswegen ich brauche gar keinen teuren. Ich kaufe den Joskin, ne? Den für 35.000. Ja, doch, dann können wir nämlich, dann haben wir nämlich zwei Schlepper, starke und zwei schwache nämlich. Ich kaufe nur einen Trecker, dann ist gut, oder? Oder ja, die kaufen gerade, die kaufen ja nicht gerade fast viel, voll viele Trecker, ne? Die verschätzen gerade ihre ganze Kohle. Warte mal. Den kleinen Johnny wird verkauft. Idee, wenn ich mir, ich überlege mir nämlich gerade einen Fan zu holen, den Fan. Was gibt's da für Schwache? Steig mal aus den Johnny da aus. Den wird verkauft. Aus dem 6-1. Von Fan 906. Und welchen soll ich noch kaufen? Also statt den, also hast du den 6M gekauft? Ich kauf den. Ja, doch alles mieten. Ich kauf dir einen, okay? Mit Frontlader, ist das okay? Ja. Den 6R. Das ganz tolle Kanne rein. Ja. Was machen die eigentlich bei uns auf dem Hof? Und ist jetzt gut, aber ne? Ja, und für mich noch einen. Da habe ich den schon. Verkauf mal den anderen alten Mähdrescher. Da hat der Mähdrescher weg, der Düngerstreuer weg. Warum? Scheiße, warum? Der alte Mähdrescher. Ja, und welchen willst du dann kaufen? Ehrlich. Kann jetzt mal jemand wieder ansehen? Das wäre schön. Ja, ich war gerade dran. Ich will gerade das sehen wieder. Wir behalten das Geld mal hier, weil gestern war das schon mit das Geld etwas chaotisch. Ah ja. Nee, lass die. Müssen da liegen. Ah ja. Stell den mal weg, den Johnny für die von dir. So, den bleibt hier. Jo. Warte, ich will was gucken. André, sollen wir Feld 31 auch kaufen? Ja, machen wir das mal. Hey, wir haben den Case gekauft. Echt, das ist meiner. Ja, dann haben wir noch um die 400.000. Kauf mal Mähwerk, dann können wir auch Gras machen. Wir haben keine Kühe. Nee. Kuhstall ist...
Ah, nee. Das ist schon an die Seemaschine. Ist so. So. 8 Meter. Das ist das und da habe ich noch was gekauft und dann ist es aber fertig mit Einkaufen. Weil. Ja, was hast du jetzt für 82.000 gekauft? Ein Flug für das Feld, den anderen Feld noch aneinander zu machen. Warte, ich kaufe noch ein Gewicht für mich. Habe ich. Ja, ich entstumme ihn. Ist gut, ich mach. Ja. Ja, ihr könnt kommen. Lass das, Frau Flur, ich wollte das machen. Mann, Frau, hey. Was macht er? Er fährt. Nee. Ja, wow, eine Abkürzung, du Ver. Ich hab. Nee. Mann, Junge, was machst du? Froher, was. Nee. Mann, lass mich das machen. Hey, was hast du zum Club gekauft? Ja, das ist für. Mann, lass mich das machen. Wie oft noch? Junge, wie oft noch? Lass mich das machen. Hallo? Hallo? Alter Schwede, bist du taub geworden? Melvin, soll ich hier vor der Scheune auch noch sein? Oder wollen wir das lassen? Ich sehe da Sauran. Ah, ich verkauf das jetzt. So. Mann, häng ihn ab! Häng ihn! Junge, häng ihn ab! Hallo! Nee, ich rede mit Lukas, dass er dich kickt. Lukas? Lukas? Er soll den Frohe Fuhr, bannen oder kicken, weil er macht nur Scheiße. Lukas? Ich habe gerade eine Nachricht von wie heißt du mal gehört? Melvin, Mann. Von Melvin. Dieser Flor, der baut gerade nur Scheiße hier. Wie soll ich den Typ oder Bann halt? Jo. Ja, komm mal gucken. Ich komm dahin, ich fahr dahin, kein Problem. Ja. Ich kann ihn jetzt nicht stoppen, ich stehe mit meinem Trecker schon vor ihm. Ja, endlich. Er ist bei uns. Hier, ich hab ihn. Er fährt viel Kraft über die, wo noch was drauf ist, fährt er mit dem Ding drüber. Junge, ich hab so keinen Bock mehr, ne? Hey, stopp ihn mal. Na,
Melvin, ich hätte gesagt, das ist selbe gekramt, ne? Was hast du gesagt? Ich hätte dir das, ich gebe jetzt mal, ich werde mich dagegen auch verdienen, was er nicht weiter grober ist, ne? Oh. Ja, wow, ich jetzt komm ich nicht. Danke. Kein Problem. Kann die Seemaschine von uns aufziehen, wo wir im Hof waren? So, ich stumme euch. Er hat den... Aber hast du gesehen, was für Scheiße er gemacht hat? Wollen wir den 8er wieder verkaufen? Ja, komm. Weil das ist schon ein bisschen übertrieben, so ein Riesending. Ach der, hier. So, jetzt haben wir wieder Geld. Oh, Junge. Das war genau das selbe gestern. Da war auch jemand dabei, der wollte alles kaufen, alles haben. Naja, aber wenn, weißt du, ich habe einen Server, da habe ich etwa... Und... Digga, der will halt immer das Größe kaufen. Ja, ich kaufe mir einen Flug für die Felder zusammen zu machen. Oder soll ich mieten? Kostet nur 1000. Ja, kann schon kaufen. Kann schon kaufen. Ja. Warte, ich hole ihn ab. Jetzt haben wir den Shop auch dazu bekommen. Melvin, warte, wer bist du? Bist du Lukas? Melvin, kannst du kurz Luca entstimmen? Jo. Ja, Lukas. Ja. Melvin, ihr habt doch oben das noch das große Feld, wo er versucht hat drüber zu kubbern, gell? Nee, wir haben nur Feld 30 und 31. Ja, ich meine, das ist doch das, wo er versucht hat drüber zu kubbern, gell? Ja. Soll ich euch das Feld brechen? Ja, wir haben den großen Drescher, deswegen. Adria, sollen wir den Drescher dann verkaufen? Da können sie für uns immer dreschen. Nein. Nee, ist gut. Dann sind wir dreschen. Nee, ist gut, danke. Ja, wir haben den großen... Ja. Felder erstellen zu lassen. Das ist wahrscheinlich dieser kleine gewesen. Also der Flügel oder so.
Mann. Melvin? Ja? Wollen wir noch ein paar mehr Hühnerzeug? Ja, mach das ruhig. Aber nicht so viele, ne? Weiß. Ah doch, komm, mach. Mach einfach. Gestern hast du auch hier mit uns gespielt, ne? Du kannst schon anfangen zu dreschen normalerweise. Weil bei mir sind schon Stücke fertig. Kannst du dir dann auch einmieten und einen Flug mieten und helfen? Lukas hat Pflanzen sterben aus. Okay. Bist du Joker? Du redest so leise, ich verstehe dich fast nicht. Melvin, nennst du mal Lukas? Ja? Ja.
Unser Feld ist noch nicht richtig fertig. Ihr könnt uns ruhig helfen, wenn das Feld fertig ist. Nö, jetzt ist es nicht so schlimm. Wenn man alles aufräumt. Ja. Aber müssen wir schauen. Wenn das Feld fertig ist, könnt ihr ruhig hinkommen und dann uns helfen. Keine Ahnung, er sollte mich wieder anrufen, aber... Zwei gegen eins. Warte, ich ruf Ben mal an. Ben nimmt nicht auf. Kann ich das hier fertig machen, wo ich hier im Gange bin? Mach die Zeit noch auf 120, bitte. Wie viel? Okay. Noch ein ja, komm mach runter.
Ja. Jo. Strohlager ausschalten bei uns. Ja. Status. Was habe ich? Ich hab, wach, mein Vater ruft mich an. Ja? Ja. Ich bin wieder da. Bei mir steht Lohnunternehmen Status aufheben. Okay. Bis jetzt schon voll. Jo. Ne, den haben wir wieder verkauft. Ja, tut mir leid. Der frohe Flur wollte alles haben. Wie der Jan gestern.
600.034. Ja. Jo. Wir haben den Job auch bei Feld 31 bekommen. Ja, mache ich 1000 Euro weniger, ne? Das wird 100 Euro weniger. Ey, komm, 5000. Ihr habt die 5000 normalerweise bekommen. Ja. Also ist eine da, aber der ist von der LS17 Platinum Edition. Ja. Ja. Nö. Ja. Er bleibt mal stehen, da kann ich ihn in Ruhe abwehren.
Ja. Du kannst aber Melvin nicht. Ja. Ja, mach ich. Mein Spiel ist wieder abgekackt.